Oh, ist was passiert. Bald bauen wir uns unten noch einen neuen Bücherschrank in den einen Raum. Das heißt, ich kann dann hier ein paar alte Bücher ausmisten und runterbringen. Und dann kann ich hier in diesem Regal, das sieht man jetzt nicht, da kann ich dann, ich bin nicht AFK, da kann ich dann, Dinge tun, ja. Wunderbare Dinge kann ich da tun. Nämlich kann ich dann da ein kleines Bett einrichten und dann kann ich wieder eine Catcam einrichten. Das wird doch geil. Eine Pussycam. Let's Play, willkommen im Stream. Freut mich, dass du da bist. Ja, jetzt geht das ja so allmählich los. Jetzt sieht das auch ein bisschen schöner aus hier. Ich wollte schon sagen. Aber dieser Berg, das ist so genial. Echt. Die geilste Welt aller Zeiten. Ich weiß nicht, wie ich das wieder hingekriegt habe. Verdient habe ich es ja nicht. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Wir müssen uns mal überlegen, woraus wir unser Haus bauen. Man könnte es aus Holz bauen, aber das wäre ja zu einfach, ne? Das wäre ja viel zu einfach. Ich würde gerne mal ein bisschen was Cooles bauen, aber dafür haben wir so... Wir haben einfach noch keine Kohle dafür. Ich müsste eigentlich... Wir leben jetzt einfach wie so ein, weiß ich auch nicht, Typ auf der Insel. So. Unter freiem Himmel. Was soll schon passieren? Das meiste habe ich ausgeleuchtet. Laut More Overlays. So, jetzt haben wir auch eine Schaufel am Start. Ich mache mal wieder die Musik etwas leiser. Immer gleich Bescheid sagen, wenn die Musik von der Lautstärke nicht passt, ne? Nicht, dass es nachher heißt, Molti, da stimmt was nicht. Warum hast du das nicht vorher geändert? Das kommt mir nämlich immer so laut vor. Aber das täuscht. So, für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind in den letzten Minuten. Bei Projekt Eden die Quests. Viel Spaß. Wenn ihr mit Quests Spaß habt, das sind 430 Quests und ein paar zerquetschte. Es ist von allem was dabei. Galactic Craft, Extra Planets, Abyssal Craft, Reliquary, Abyss, Astral Sorcery, Nuclear Craft, Applied Energistics, alles drum und dran. Wir haben Johnny the Banana und The King Afro Quest, also hier Johnny the Banana. Bananas für Banana. Hier fehlen noch Bio-Banane Quests. The King Afro hatte ich gerade schon. Draconic Evolution haben wir hier. Wir haben Endgame-Gedöns. Wir haben Forestry. Wir haben Tinkers. Wir haben Leben und Tod. Das ist ein bisschen Advancement-Shit. Wir haben hier so allen möglichen Krams halt, ne? Von den Solar-Sachen bis hin zum Mechanism. Industrial Foregoing. Am Ende IO. Wir haben Pflanzen-Gedöns. Wir haben, ja. Ihr versteht schon, was ich meine, ne? Wir haben viele Quests, so, um sie auf den Punkt zu bringen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich anbieten kann im neuen Modpack. Hatten wir ja bei Tacket Light Plus auch, aber nicht so in dem Verhältnis, weil ich das dann nebenbei nachträglich eingefügt habe und hier konnte ich halt vorher ganz in Ruhe die Quests vorbereiten. Und eigentlich sollte das ja noch nicht losgehen, eigentlich sollte ja noch Python, also eigentlich wollte ich ja heute wieder Python streamen. Also so war der Plan, dass ich jetzt zum Wochenende wieder Python streame, aber ja, kannst nichts machen, aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, es war mir vorher schon, ich wusste vorher schon, dass das nicht ganz reibungsfrei läuft, ne? Das war mir schon vorher klar, das hatten wir jedes Mal, gerade bei so großen Modpacks und verschiedenen Spielern, das läuft halt einfach nicht perfekt. Da kannst du halt nichts machen. Das ist einfach Java, das sind viele Mods, viele Spieler. Da funktioniert eben nicht alles einwandfrei und es kommt zu Fehlern. Wir haben selbst Fehler, wenn wir zu allein oder zu zweit spielen. Selbst dann haben wir Probleme. Um diesen Modpack-Server aufzusetzen, musste ich auch erstmal wieder rumbasteln, weil wieder irgendwas nicht hingehauen hat. Echt. Das ist manchmal so zum Mäusemäken. Aber gut, so ist das. So, dass das letztendlich so problematisch wird. Ich konnte ja nicht ahnen, dass Refined Storage so ein Mist wieder hervorrufen kann. So, und was willst du dann tun? Echt? Was willst du dann tun? Ich werde die Map auf jeden Fall downloaden und uploaden und... Oder andersrum, ich werde den Server auslaufen lassen, für die, die unbedingt auch noch drauf sein wollen. Bezahlt ist es ja nun. Und ich werde die Welt dann zum Schluss anbieten als Download. Und das war unsere Spitzhacke.
Ein bisschen Kohle gab es auch, das ist schön. Und dann könnt ihr euch dran austoben. Oder auch nicht. So, wo ist unsere Kiste? Da ist unsere Kiste. Ja, dann bauen wir am besten nochmal zwei Spitzhacken. Ich habe aber nur Sticks für eine. Außerdem... Oh, Glück auf 1. Dann würde ich außerdem ganz gerne mal alle 24 Dinger nehmen, hier mal Steine braten. Auch wenn das ein bisschen früh ist, gleich ein Haus mit Steinen zu bauen. Aber hey, ich möchte nicht wieder so eine Ranzhütte haben. Wir bauen uns gleich direkt einen schönen Abgang. Gucken, ob wir das Niveau finden von mir. Ach nee, wir kommen ja nicht durch den Bedrock. Dann doch nicht. Mr. Copper und Mrs. Tin haben wir auch. Siehst du, wir machen die Quests einfach so nebenbei, sage ich doch. Brauchen wir uns gar nicht darauf konzentrieren, das passiert von alleine. Gute Musik haben wir auch. Wunderbar. Marble haben wir auch. Man könnte ja auch mit Marble was bauen, ne? Das wäre der Herz allerliebst. So, schwarzen Quarz gibt's auch. Können wir natürlich nichts mit anfangen. Hier ist irgendwo noch ein Wasserlauf. Oh, hallo. Was ist hier denn los? Cool. Also ich wusste, dass OTG, also hier, na, ihr wisst schon, diese Mod hier, die Weltgenerierung nicht nur oberirdisch, sondern auch unterirdisch verändert. Aber wie genau, wusste ich natürlich noch nicht. Leben könnten wir gleich auch noch mitnehmen. Ein geschenkten Leben schaut man nicht ins Maul. Sagt man sich so. So eine alte Weisheit. Genauso wie wenn die Pfützen Blasen schlagen, dann regnet es den ganzen Tag. Das ist sicher keine Ausrede, um Feierabend zu machen. Siehst du aus, wir haben auch am Start. Ich warte auf dich. Wie soll ich dies anstellen? Bezahlen mir ein Ticket. Oder Benzin. Geld. Geht auch. Nehme ich auch, klar. Kein Problem. Ohne das XD wäre das vielleicht auch ein bisschen falsch rübergekommen. Ich warte auf dich. Shitam. So. Ich höre schon wieder irgendwelche Enten da rumquaken. Oder das ist Hater. So, Kohle, 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 Kohle. Ich warte noch auf den Creeper von hinten. Wir werden hier sicher ohne Tode spielen. Das werden wir schaffen. So, das ist schon mal gut. Hier ist noch mehr Leben. Das ist sehr schön, dass man hier ein bisschen Leben unterirdisch findet. Das freut mich sehr.
So. Ah, das war's dann. Warum ist Sand? Quarz ist hier. Zertos Quarz! Jetzt flute ich bestimmt gleich hier alles. Sag ich doch. Ich war nie da. Spitzhacke ist auch gleich kaputt. Musik ist auch laut. Ach ja. Was täten wir nur ohne Kohle? Aber so haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was am Start. Ich finde es so witzig, dass man Osmium mit der Spitzhacke abbauen kann. Du kannst halt gleich direkt gute Werkzeuge machen, ne? Und noch mehr Kohle. Läuft bei uns. Was ist hier unten? Was ist das? Oh, wir haben verschiedene Leads. Das ist ja nicht schön. Gut, bei Blei ist das nicht ganz so wild. Trotzdem nicht schön. Okay, die Kohle lasse ich stecken, bevor ich hier auch noch mehr flute. Aber Eisen nehmen wir mit, ne? Aber es ist Kupfer. Wir nehmen den Eisen trotzdem mit. Vom Nahen erkenne ich, dass das anders aussieht als Eisen. Aber nur vom Nahen, vom Weiten nicht. Ich bin gestraft worden. Wer weiß, was ich in meinem letzten Leben gemacht habe. Ach, das kann ich nicht abbauen. Du brauchst hier Blei Level Diamond. Okay. Also. Eisenspitzhacke. Ist da unten jetzt noch was Schönes? Ein Baum! Hey! Ein Höhlenbaum! Hier oben irgendjemand Blödes. Nee. Aber die Bäume sind gewachsen. Schön. Nebenbei gehe ich mal eben ganz kurz hier rauf. Nochmal den. Und den und den und den. Und dann tue ich mal eben den ganzen Shit da rein. Die Erze packe ich mal so rein. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das Leben haben wir jetzt am Start, Alter. Alter Verwalter. Sehr schön. Ja, dann werden wir mal eben diese Bäume fällen hier. Trotzdem brauchen wir noch ganz dringend gleich Essen. Es regnet jetzt auch noch.
Machen wir mal ein paar Brote. Denn was geht über Brote? Nichts. Vielleicht ein gutes Steak. Steak. Da sind noch andere Dinger. Hab ich noch gar nicht gesehen. Exceeded Nick immer. Hier, wir haben noch Shaded Gardens. Oder sind das die anderen? Nee, sind das die... Warte mal, Moment. Ich habe vorhin ohne Texture Pack gespielt. Gut, die hatten wir schon. Ich habe nichts gesagt. Vorhin sahen die noch anders aus, ohne Texture Pack. Multi ist grenzdebil. Wir haben es bewiesen. So, welche Quests haben wir nun erledigt? Wir haben erledigt. Glück auf. Dafür bekommen wir, weiß ich nicht. Wir haben... Ach, ein Schaf. Wir haben ein Schaf gekriegt. Ja, ein Schaf. Wir haben ein Haustier. Gleich mal geschert und ein Bett. Siehst du wohl hier und so. Kann ich. Aber wir haben dafür wahrscheinlich... Doch, haben wir. Aber gelb? Ja, gelb ist so ein bisschen... Nee. Hier sind noch mehr Shaded Gardens. Kann man hier noch einen anderen Farbstoff herkriegen irgendwie? Kann ich aus dem... Das gibt auch gelb. Okay, gut. Gelb sind alle meine gelben Dinge. Das gibt nichts, die Primrose. Primrose. Eine Prärierose? Nee, was soll das sein? Was gibt das? Weiß? Light Gray. Ein hellgraues Bett ist auch kacke. Was passiert denn, wenn ich gelb und hellgrau mische? Nichts. Ich kann gelb und hellgrau nicht mischen. Was gibt das denn? Weiß. Was gibt denn weiß und gelb? Auch nichts. Was gibt denn weiß und hellgrau? Auch nichts. Gut, dann machen wir halt ein gelbes Bett. Meine Güte, ey. Ist ja schon gut. Ich hab ja nichts gesagt. Oh. Ich wollte nur kein weißes Bett. Weiße Betten sind langweilig. Oh, hier. Siehst du wohl. Siehst du, so Soup ist auch reif, Balde. Die tun wir uns aber auch extra. Na, dies nicht, aber dies. Vielleicht lasse ich den Kirschbaum dann einfach stehen, dass wir immer frische Kirschen kriegen. So, außerdem hatten wir noch eine andere Quest. Ich habe ja die andere noch gar nicht angenommen. Das sind übrigens die ganzen Einstiegsquests, die die anderen Bäume dann freischalten. Man sieht, die sind ja noch nicht freigeschaltet und die werden von diesen Quests werden die jedenfalls freigemacht. Zum Beispiel das nicht, aber das hier dürfte eigentlich gleich irgendwas freischalten. Ich weiß nur gerade nicht was. Kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich IC2. Oder? Jetzt habe ich das Spiel gecrashed. Okay, tschüss. Nein, doch nicht. Keine Ahnung. Ah, wow, wir kriegen Müll. Naja, egal. Oh, eine Stapel Bronzebarren. Wir sind reich. Reich sind wir. Und die Musik, das ist ein bisschen doof. Das einzige Problem bei Discord und Spotify. So. Ja, bauen wir den jetzt ab oder nicht? Eure Meinung. Soll ich den abbauen? Soll ich es wirklich wagen? Soll ich es wagen oder soll ich es lieber lassen? Aber die Antwort auf, werde ich es bereuen, ist vermutlich ja. Also weltweise. Ach, der Baum ist doch kacke. Ich hasse Riesenbäume. Die sind immer so riesig. Relativ früh mal eine Schmelze bauen. Mal eine One-Hit-Wonder-Axt bauen.